Hallo, ihr Lieben! Heute kommt das Neujahrslachen, denn es ist neues Jahr. Als erstes wünsche ich euch ein tolles neues Jahr mit viel Möglichkeiten zum Lachen, mit viel Glück, mit viel Gesundheit, mit allem, was ihr euch wünscht. Und ihr wisst ja, ihr habt es in der Hand, wie euer Jahr wird. Also macht was draus. Und damit ihr gut gerüstet seid fürs neue Jahr, hier ein paar Lachübungen. Das Neujahrslachen. Gut ist, wenn ihr immer mal wieder im neuen Jahr euch das Lachen einfangt. Und es schwirrt überall rum so. Lachübungen sind ja nur die Krücke zum Lachen. Und ihr könnt, wenn ihr euch entscheidet, immer lachen. Und Lachübungen sind nur dazu da, einfach mal anzufangen. Also fangt es ein. Oder setzt eure Lachbrille auf und guckt die Welt an, wenn sie grau ist. Und auf einmal wird sie rosa oder orange. Ich habe es mir aufgeschrieben, was ich euch noch mitgeben kann. Die Lachpille. Ihr habt ein Glas mit Pillen in der Hand. Dann macht es auch so. Nehmt eine Pille raus, legt sie euch auf die Zunge, schluckt und lacht. Und die Variante für alle, die ein bisschen mehr Stress haben oder die, denen eine Pille nicht reicht, die nehmen einfach ihr Glas, machen so ha, das Glas wieder auf, setzen es an und kippen es insgesamt drunter und lachen. Ihr könnt natürlich auch mit meiner Lieblingslachübung lachen, und zwar dem Gorilla-Lachen. Ihr bewegt euch wie so ein Gorilla, klopft euch auf die Brust und lacht so. Toll ist auch der Lachmotor. Wenn ihr den einmal angeschmissen habt, könnt ihr nicht mehr aufhören zu lachen. So ha, 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 ha. Ich bin auch heute noch in Salzburg im Hotel. Ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch, lacht's gut und bis bald.